Mutter Föhring, ist es lustvoll oder mühsam, immer auf der Höhe der Zeit zu sein? Nötig, auf jeden Fall. Das ist anstrengend, weil man gewöhnt sich ja leicht und gerne an Dinge und sagt, so ist das nun mal. Aber nichts bleibt, wie es ist, und das muss man verstanden haben, wenn man Politik machen will. Wie empfinden Sie im Moment die politische Situation, auch eher als spannend oder eher als belastend? Na, es ist schon spannend, das ist klar, aber da steckt auch eine Last drin, auch gar keine Frage. Ich glaube allerdings auch, dass wir davon ausgehen können, dass Menschen erreicht werden, die in den letzten Jahren wenig erreicht worden sind. Es gibt ein Desinteresse aus Sicherheits. Man denkt, es ist alles in Ordnung, und es gibt Interesse aus, es ist was zu tun, es muss irgendwas passieren. Und das haben wir jetzt im Moment erreicht, die Situation. Da haben wir nicht darauf hingearbeitet, aber in vielen Ländern ist das los, auf der Welt insgesamt. Die Menschen sind beunruhigt. Wir müssen gucken, dass daraus keine panische Angst wird, sondern dass man weiß, man kann die Dinge beeinflussen. Alles, was gemacht wird, hat mit Menschen zu tun, und es gibt keine Naturnotwendigkeit, dass Sachen schiefgehen oder so werden, wie es im Augenblick an manchen Stellen scheint, und deshalb muss man agieren und etwas tun. Ist die Demokratie als Institution stark genug, um sich letzten Endes selbst den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, oder darf man es nicht gewähren lassen, muss man gegensteuern? Es geht nicht so sehr darum, gegen einen anderen zu steuern, sondern selbst gut zu sein. Die Parteien, die demokratischen Parteien, müssen selbst beweisen, den Menschen klar machen, wir erkennen die Zeichen der Zeit, wir wissen, wo es Probleme gibt, darum kümmern wir uns im Rahmen unserer Möglichkeiten ernsthaft und glaubwürdig, und das ist das Wichtigste, was man tun kann. Aber man muss darüber auch sprechen, und die offene Diskussion ist ganz wichtig, deshalb sind solche Veranstaltungen auch so wichtig. Man kann Demokratie nicht heimlich machen. Und das ist eine Schwäche, die wir haben in der Politik in Deutschland insgesamt, dass wir versuchen, ein bisschen partikularistisch von oben, der gute Vater, die gute Mutter, wir machen das alles für euch, Leute, seid mal ruhig, das ist falsch. Sondern man muss ihnen sagen, wo die Probleme sind, wo sie kommen können, und muss ihnen auch sagen, dass man ja gemeinsam die Dinge auch in die richtige Richtung lenken kann. Ich danke Ihnen. Das war's schon. Prima. Vielen Dank. Gut.